also, welchen Einfluss hat die Körperhöhe auf das Körpergewicht? Dafür haben Sie mir Daten gesendet. Und mit diesen Daten möchte ich Ihnen vorstellen, wie man eine Regressionsanalyse macht. Diese Regressionsanalyse ist etwas, was insbesondere Herr Hautsch nachher vorstellen wird und was Sie dann auch wahrscheinlich alleine machen sollen. Ich auch. Und du wirst es auch machen. Also haben wir schon zwei, auf die das zutrifft. Es ist viel Statistik. Ich versuche das umzusetzen, also in eine normale Sprache, aber natürlich bin ich Fachidiot und insofern fällt es mir leicht, Worte zu benutzen, die für Sie vielleicht fremd sind. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch sagen, dass Sie es nicht verstehen. Dann werde ich das nochmal erklären. Und die Daten, die Sie mir gegeben haben, die habe ich in einen Datenfile gepackt und der heißt BootData L oder 11. Ich weiß jetzt, wie Ihnen zur Verfügung stehen. Ich denke, Sie sind nachher im Netz. Achten Sie im Netz? Ja. Genau, dann können Sie damit auch noch selber umspielen heute Nachmittag. Da sind 250 Beobachtungen drin für die Variablen, die Sie erhoben haben. Das waren Körperhöhe, die hat den Variablennamen CM, dann habe ich Körpergewicht in Kilogramm. Dann habe ich eine Variable, die das Geschlecht definiert. Die haben Sie kodiert mit 1 für männlich, 0 für weiblich und das Alter. Und wir haben hier 132 Beobachtungen für Frauen und 148 Beobachtungen für Männer, ist also ziemlich gleich. Die Variablen werden weiterverarbeitet in der Statistik. Die Statistik dient dazu, diese Variablen zu nehmen und die Informationen darin zu verdichten, also aufzubereiten. Die Aufbereitung hängt aber davon ab, was für Variablen man hat. Man muss also die Variablen erstmal definieren. Und da gibt es 3 verschiedene Arten. Jetzt habe ich hier plötzlich Merkmal geschrieben statt Variable. Das ist auch so ein Ding. Es gibt beschreibende Statistik und es gibt schließende Statistik. Beschreibende Statistik beschreibt halt einen Datensatz. Beschreibende Statistik, damit fangen wir an. Wir versuchen mal, den Datensatz zu beschreiben, den ich von Ihnen bekommen habe. Von der Beschreibung kann man auch hinübergehen zur schließenden Statistik. Dann versucht man Rückschlüsse von dem, was man dort in dem Datensatz gefunden hat, auf eine größere Datenmenge zu ziehen. Das heißt, man versucht, das, was man gefunden hat, zu verallgemeinern. Das ist aber nicht ohne weiteres möglich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier in dieser Gruppe von Ihnen auszähle, wie viele Leute haben blaue Augen und eine relative Häufigkeit ermittle, dann hätte ich den Datensatz beschrieben. Datensatz, blaue Augen, andersfarbige Augen. Dann kann ich nicht hingehen und sagen, in Deutschland haben so und so viel Prozent blaue Augen, weil ich das von Ihnen halt oder an Ihnen erhoben habe. Das wäre eine schließende Statistik, wenn ich diesen Schluss ziehe von meinem Ergebnis, was ich hier gemacht habe, zu dem Ergebnis blaue Augen in Deutschland. Das heißt, es geht nicht ohne weiteres, so einen
Schlussfolgerung bedarf spezieller Annahmen. Also das, was ich jetzt machen möchte, ist, ich beschreibe den Datensatz, den Sie mir gegeben haben, und dann nenne ich ein paar Annahmen, die es uns ermöglichen, das etwas zu verallgemeinern. So, Ausgangspunkt, Wahrungsdreck von Merkmal. Nun, die beschreibende Statistik hat nochmal andere Ausdrucksweisen als die schließende Statistik. Variablen werden oftmals in der beschreibenden Statistik auch Merkmale genannt. In der schließenden Statistik Zufallsvariablen. Ich benutze hier eigentlich Variablen und das soll dann für beides gelten. So, diese Variablen, die kommen in verschiedenen Ausprägungen. Zum Beispiel gibt es die Ausprägung, wo ich nur vorhanden oder nicht vorhanden habe. Ihre Augenfarbe, blau oder nicht blau, das wäre so ein Merkmal. Dann kann man auch ordinal skalierte Merkmale oder Variablen haben. Das kennen Sie aus Fragebögen, wo Sie gefragt werden, wie gut fanden Sie meinetwegen den Kinofilm? Und dann können Sie halt angeben, nicht gut, gut, weiß nicht, solche Kategorien. Das sind dann ordinal skalierte Daten, das heißt, die lassen eine Abstufung zu, eine Rangfolge, aber nicht gut ist nicht halb so gut wie gut. Also ich kann nicht die Abstände zwischen diesen Antworten messen, sondern ich kann nur größer, kleiner sagen. Also nicht gut ist halt weniger als gut, aber ich kann nicht sagen, wie viel weniger es ist. Kardinal skalierte Daten, die werden dann auf einer Skala gemessen, wo man solche Abstände ermitteln kann. Das ist zum Beispiel das Einkommen. Kann ich natürlich sagen, die Differenz zwischen 1000 und 1100 ist genau 100. Oder Temperatur wäre auch so etwas. Also in diesen drei Skalen kommen Variablen und je nachdem, auf welcher Skala man diese Variablen gemessen hat, sind auch nur bestimmte Transformationen möglich. Das heißt, ich kann meine Variablen nur in bestimmter Weise verdichten. Zum Beispiel kann man ja Mittelwerte berechnen, so ein Durchschnittswert. Das macht nicht Sinn, wenn Sie ordinal skalierte Daten haben. So etwas wäre nur sinnvoll, wenn Sie kardinal skalierte haben. Mittleres Einkommen kann man berechnen, aber was ist der Mittelwert aus nicht gut und gut und ich weiß nicht, kann man nicht berechnen. Die letzte Kategorie, also eigentlich die interessanteste, wo man kardinal skalierte Daten hat, man nennt die auch quantitative. Quantifizieren kommt ja von messen, daran kann man sich das also ein bisschen merken. Die unterteilt man nochmal in diskrete und in stetige. Und zwar sind diskrete solche, die man durch Zählen gewinnt, die also praktisch ganzzahlige Werte annehmen, und stetige Variablen, solche, die man durch Messen gewinnt, die also einfach reelle Werte annehmen, und da sind alle Werte auf der reellen Achse möglich. Deswegen nennt man die auch überabzählbar. Das heißt, wenn es alle Werte sind auf der reellen Achse, dann habe ich, selbst wenn ich nur Werte zwischen 0 und 1 nehme, eben unendlich viele Werte, weil sie zwischen 0 und 1 unendlich viele reelle Werte befinden. Deswegen überabzählbar. Das heißt, wir haben jetzt die Variablen Körperhöhe, Körpergewicht, Alter und Geschlecht. Wie würden Sie jetzt Körperhöhe einordnen? Ist das eine, geh mal zurück, ist das eine nominal, ordinal oder kardinal skalierte? Ja? Genau. Und das Körpergewicht? Ja? Genau. Ja, genau. Nehmen wir das Alter. Wie ordnen Sie Alter ein? Ja? Als nominal, dann wäre das nur vorhanden oder nicht vorhanden. Aber kann man den Abstand zwischen Alter messen? Geschlecht ist richtig, Geschlecht ist nominal und Alter wäre dann? Also kardinal. Gut, also haben wir jetzt drei kardinale oder quantitative und die können wir nochmal unterteilen in diskret und stetig. Ist Alter diskret oder stetig? Ja? Ja, dann ist es diskret. Eine sehr gute Antwort, das stimmt. Wenn man nämlich nur die Jahre zählt, dann ist es diskret. Wenn man Alter als Zeit empfindet oder misst, dann ist es natürlich stetig. Aber normalerweise wird es als eine diskrete Variable behandelt. Dagegen Körperhöhe und Körpergewicht ist
klar, dass die bestätigt sind. So, die Daten, die wir analysieren, das machen wir mit dem Programm Regel. Das heißt, ich habe es hier auf der Folie jetzt schon gemacht. Vielleicht komme ich auch dazu, es nochmal vorzuführen. Ansonsten wird Ihnen das Programm heute Nachmittag erklärt. Sie können es aber auch mal zu Hause ausprobieren. Dieses Programm kann man kostenlos runterladen unter diesem Link. Und man kann Datensätze auch entweder direkt eingeben oder auch aus anderen Quellen einlesen. Ein Beispiel ist hier Excel. Deswegen hatte ich Sie gebeten, das als Excel-Datei zu senden. Es geht aber auch im ASCII-Format oder verschiedenen anderen Formaten. Die Sprache ist in Gredel verschieden einstellbar. Auf Deutsch kann man das also auch einstellen. Ich weiß nicht, wie das jetzt im PC-Raum ist. Falls es auf Englisch ist, können Sie es sich umstellen auf Deutsch. Und dieses Gredel, das ist einfach ein Programm, was es erlaubt, verschiedene ökonometrische Methoden anzuwenden auf einen Datensatz. Und das geht auch recht einfach, weil das Programm mit Maske arbeitet. Das heißt, man klickt nur auf bestimmte Befehle und dann ist das wie bei zum Beispiel Word. Wir können das zum Beispiel benutzen, um im Datensatz herauszufinden, wie groß die größte oder kleinste befragte Person ist, das durchschnittliche Gewicht oder welches Alter höchstens 50% der Befragten haben. Da würde man jetzt im Gredel auf Ansicht gehen und dann grundlegende Statistiken. Wie gesagt, am Nachmittag können Sie das selber mal nachvollziehen, dass Sie jetzt die gleichen Werte rauskriegen. Und die Frage war, wie groß ist die kleinste Person, wie groß ist die größte Person? Die Variable für Körperhöhe ist ja Zentimeter. Das Minimum ist 104, also haben wir hier eine sehr kleine Person. Das heißt, jemand hat ein Kind befragt. Und wenn man auf Alter guckt, sieht man auch gleich, dass das ein Kind von 3 Jahren sein muss. Es war auch ein Baby dabei, das habe ich aber rausgeschmissen. Das Maximum ist 1,99 oder 199 cm. Das ist also unsere Spannweite. Also zwischen 104 und 199, das heißt die Spannweite der Variable beträgt dann 199 minus 104, also 95 cm. Dann wollten wir wissen, was ist das durchschnittliche Gewicht? Das ist der Mittelwert, ist 69. Ist jedem klar, wie man einen Mittelwert berechnet? Machen Sie sowieso jeden Tag, ne? Ja? Kann das andere Werte addieren und dann einfach durch die Anzahl zeigen. Genau, dann teilt man durch die Anzahl der Beobachtung. Und dann gibt es hier noch den Median und den braucht man für die letzte Frage. Das war, die Frage habe ich wieder vergessen, welches Alter haben höchstens 50% der Befragten? Das ist der Median. Und ich glaube, naja, ich schreibe mal darunter. Nehmen wir mal an, das ist ein Zahlenstrahl, auf dem ich Alter messe. Das kleinste Alter ist hier 3 Jahre. Und das größte ist 87. Und dazwischen haben wir alle möglichen Beobachtungen. Die reichen der Größe nach auf. Und jetzt suche ich den Wert, sodass rechts und links von diesem Median 50% der Beobachtung liegen. Und das ist hier der Wert 20. So, wenn die 50% liegen, dann liegen auf der anderen Hälfte natürlich auch 50%. Das heißt, der Median teilt diese Beobachtung. Da wird oftmals XM genannt als Notation, aber Notationen, also Kennzeichnung von Variablen, die wechseln je nach Buch. Also es gibt keine einheitliche Notation in der Statistik. So, also das wäre ein Median und man sieht hier, dass der Mittelwert von den Medien abweicht. Also Mittelwert, obwohl es ja auch etwas Mittleres misst, ist nicht gleich Median. Das kann zusammenfallen, wenn sich die Beobachtungen symmetrisch um den Mittelwert anordnen, dann hat man Zusammenfallen von Mittelwert und Median, sonst fällt es auseinander. Und das heißt, dass hier eine gewisse Asymmetrie drin ist, also hat man hier mehr Beobachtungen in diesem Bereich, also
kleiner 30 hat man mehr Beobachtungen als 50%. Für die Regressionsanalyse spielt der Median keine Rolle. Es gibt Regressionen, wo er benutzt wird, aber für die einfache Regressionsanalyse, die wir heute machen, können Sie den Median also wieder streichen. Da ist der Mittelwert wichtig, die Varianz, die Standardabweichung. Das sind Sachen, die wichtig sind. So eine Varianz haben Sie wahrscheinlich schon mal gehabt. Ja? Das ist die mittlere quadratische Abweichung. Ja, sehr gut. Genau, so eine Varianz, nehmen wir mal diesen Zahlenstrahl hier vom Alter. Die Varianz bezieht sich auf den Mittelwert und fragt, wie streuen die Daten um diesen Mittelwert. Das heißt, der Median spielt für die Varianz keine Rolle. Wenn ich jetzt nochmal zwei Punkte hier eintrage, 3 und 87, und den Mittelwert, der Mittelwert ist 30,1, wird mit x quer meistens gezeichnet, dann ist diese mittlere quadratische Abweichung, die misst also die Abweichung zu diesem Punkt. Quadratische Abweichung heißt, das Ganze wird quadriert. Diese Distanz hier wird also quadriert, das heißt, im Grunde misst man nicht die Distanz, sondern das Quadrat dieser Distanz. Hier genau das Gleiche. Da ergeben sich also solche Quadrate. Hier habe ich 2. Nun, wir haben 280 Daten, das heißt, insgesamt gibt es 280 solcher Quadrate bei der Varianz. Die werden aufsummiert und durch die Anzahl der Beobachtungen geteilt. Also 280 Beobachtungen. Das ergibt dann ein Maß. Das ist die Varianz. Und dieses Maß, da wir Quadrate haben, hat natürlich das Quadrat der Dimension der Variable. Also Alter ist in Jahren gemessen, ist die Varianz also in quadratischen Jahren gemessen oder Jahren zum Quadrat. Also etwas, was wir gar nicht richtig interpretieren können. Deswegen betrachtet man die Standardabweichung, man zieht einfach die Wurzel. Und die Wurzel hat dann natürlich wieder die Dimension der Variablen. Also die Standardabweichung ist die Wurzel aus der Varianz. Positive Quadratwurzel aus der Varianz. Die Standardabweichung hat die gleiche Dimension wie die Variable. Dadurch sagt man auch auf Streuung dazu und man sagt, die Standardabweichung ist wie die Werte, die Beobachtungswerte um den Mittelwert streuen. Also ein Streuungsmaß. Dadurch, dass die Standardabweichung von der Dimension abhängt, heißt es auch, ihre Größe verändert sich, wenn ich die Dimension verändere. Wenn ich also jetzt Alter nehme und statt in Jahren in Monaten messe, nehme ich ja alle Werte mal 12. Statt einem Jahr sind es ja 12 Monate. 10 Jahre wären also 120 Monate. Also alle Beobachtungen würde ich mal 12 nehmen. Und das hat einen Effekt auf den Mittelwert. Der wird dann auch mal 12 genommen. Und einen Effekt auf die Standardabweichung. Die wird auch mal 12 genommen. Das heißt, man sieht an diesem Beispiel, dass die Größe an sich abhängt davon, wie die Variable gemessen ist. Und deswegen ist es auch schwierig, einen einzelnen Wert irgendeine Interpretation zu geben. Das heißt, der Wert erhält Bedeutung, indem ich Vergleiche anstelle, indem ich einen Referenzwert habe. Deswegen in der Gestaltungsstatistik der Variationskoeffizient, der setzt nämlich die Standardabweichung ins Verhältnis zum Mittelwert.
Dadurch, dass ich die beiden ins Verhältnis setze, kürzt sich die Dimension raus. Es ist also ein dimensionsloses Maß. Es wird, man sagt, auch normiert. Normiert heißt, es ist praktisch auf eine Norm beziehe, sich also eine Norm erstelle. Und es ist dimensionslos. Und solche Maße haben wir ganz gern in der Statistik, weil man die dann auch besser interpretieren kann. Normierte Maße. Sie werden nachher ein anderes kennenlernen, das ist der Korrelationskoeffizient. Hier der Variationskoeffizient, gucken wir uns den mal an. Da sehen wir haben bei der Variable Körperhöhe 0,07, beim Kilogramm 0,22 und beim Alter 0,6. Und das zeigt uns, dass also relativ zum Mittelwert das Alter am meisten streut. Ja, und die Körperhöhe streut dann relativ wenig. Also immer bezogen auf den Mittelwert. So, das war jetzt eine kleine Einsicht, wie man so gewisse Lageparameter und Streuungsparameter rechnen kann. Eine andere Sache ist, wie stelle ich überhaupt Häufigkeiten dar? Da gibt es einmal die Möglichkeit des Stabdiagramms, das kennt ihr bestimmt aus dem Schulunterricht. Es ist einfach, dass man die relative Häufigkeit abträgt. Ich habe das hier für die Variable Geschlecht gemacht, da haben wir ja nur zwei Ausprägungen. 0 sind die Frauen, 1 sind die Männer. Das Programm weiß das natürlich nicht, deswegen hat es hier auch noch so verschiedene andere Zahlen aufgeführt, die für uns natürlich ohne Bedeutung sind, also minus 0,5 oder 0,5. An den Stellen passiert halt nichts. Und diese langen Striche, die sind die relativen Häufigkeiten. Die Frauen waren etwas weniger häufig repräsentiert als die Männer, deswegen unter 50%, die Männer über 50%, aber beide Striche sind knapp beieinander. Und diese relative Häufigkeit sieht man auf der linken Seite, diese skalierte Frequenz, das ist die relative Häufigkeit. Also bei den Frauen waren es 132 von 280 und bei den Männern 148 von 280. So würden Sie die berechnen, die relative Häufigkeit. Einfach prozentualer Anteil. So, wenn ich jetzt aber Daten habe, wie das Alter, müssen Sie sich vorstellen, ich habe 280 Daten und das Alter streut zwischen 3 und 87, dann können Sie sich vorstellen, dass der prozentuale Anteil dort recht unterschiedlich ausfällt und dass mir so ein Stabdiagramm nicht so viel Information gibt. Es wird sehr unübersichtlich, wenn man 280 Datenpunkte hat. Und wir haben nicht 280 Ausprägungen, also wir haben 280 Daten, aber manche haben ja das gleiche Alter. Aber selbst wenn wir meinetwegen 100 Ausprägungen haben, also 100 Mal, also 100 verschiedene, und das werden wir auch nicht haben. Maximal haben wir zwischen 3 und 87, 84 Jahre. Wenn wir 84 Jahre darstellen, dann wird das auch sehr unübersichtlich. Und deswegen nimmt man so etwas. Das ist ein Histogramm. Das bedeutet, ich habe hier Klassen gesucht, die habe ich selber vorgegeben. Ich habe hier gesagt, ich fange bei 3 an und nehme immer die Breite 10. Das heißt, dieser erste graue Kasten da läuft von 3 bis 13, dann von 13 bis 23. Und so weiter, es geht hoch, dann bis 93. Und dann hat das Programm berechnet, wie viele Beobachtungen fallen in diese Klasse und wie hoch ist der Anteil dieser Beobachtungen an den Gesamtdaten. Also wie viele Beobachtungen von 280 fallen in die Klasse 3 bis 13. Und diese relative Häufigkeit ist dann da abgetragen. Das ist also ein Histogramm und das ist eine Datenverdichtung. Da habe ich das grafisch jetzt etwas komprimiert. Statt mir hier 84 einzelne Datenwerte anzugucken, gucke ich jetzt nur noch 10 Klassen an. Ne, 9 Klassen. 9 Klassen angebildet. Und man kann hier etwas erkennen. Ich kann zum Beispiel erkennen, dass hier diese große Säule, da haben Sie offensichtlich alle Ihre Freunde befragt, die so im Alter, im Alter so hinkommen, denke ich mal. Dann links und rechts davon, schätze ich, sind es Geschwisterkinder, Cousins und so weiter, die zu Weihnachten gerade zu Hause waren. 40 bis 60, da sind wahrscheinlich ihre Eltern angesiedelt und dahinter kommen dann ihre Großeltern. Das ist so ungefähr das, was ich vermute. Es kann natürlich auch sein, dass sie tatsächlich in die Fußgängerzone ihrer Stadt gegangen sind und
wahres Passanten befragt haben, sozusagen eine echte Zufallsstichprobe gezogen haben, aber ich vermute, dass sie das eher vom Sofa aus beim Kaffeetrinken gemacht haben. Und deswegen haben wir jetzt diese Verteilung hier. So, hier hatte ich noch eine Anmerkung zum Histogramm, nämlich nur wenn die Klassenbreite alle gleich sind, darf man das so interpretieren, dass man die Höhe anguckt und sieht, hier die größte Häufigkeit ist in dieser zweiten Klasse. Normalerweise ist bei einem Histogramm nämlich nicht die Höhe entscheidend, sondern die Fläche. Und diese Fläche ist wie eine Masse, eine Häufigkeitsmasse. Das heißt, die ganze Fläche drückt auf diese Klasse runter. Das ist die Häufigkeitsmasse und die repräsentiert die relative Häufigkeit. Allerdings, wenn wir gleich breite Klassen haben, dann ist die Fläche proportional zur Höhe und deswegen kann ich das hier auch mit der Höhe interpretieren. In den Programmen ist es oftmals so eingestellt, dass die Klassen gleich breit gewählt werden. Das heißt, sie werden da nicht unbedingt in einen Fehler reinrennen. So, wie kann ich noch meine Daten darstellen? Jetzt habe ich ja erstmal eine Darstellung gesucht, wo ich nur eine Variable angeguckt habe. Ich kann aber auch zwei Variablen angucken, zwei zusammen. Und zwar gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich die relativen Häufigkeiten nebeneinander stelle, so wie Balkendiagramme, wo ich zwei habe. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich die gegeneinander plotte. Das ist ein Streudiagramm, wo ich also zwei Variablen abtrage in einem Diagramm. Und dann kann man gucken, ob da zum Beispiel zwischen diesen Variablen ein Zusammenhang besteht. Wir haben in diesem Fall Querschnittsdaten. Das heißt, Querschnittsdaten, es kommt auf die Objekte oder Personen an, an denen Daten erhoben wurden. Wir haben hier 280 Personen, an denen wurden Daten erhoben. Und der Zeitpunkt, wann sie das gemacht haben, der ist interessant für diese Analyse. Deswegen Querschnittsdaten. Zeitpunkt interessiert nicht, sondern wir haben einen Querschnitt von Personen. Das Gegenteil sind Zeitreihendaten. Da haben Sie eine Person oder ein Objekt und betrachten dann die Variable über verschiedene Zeitpunkte. Also zum Beispiel das Kilogramm. Wenn Sie Kilogramm betrachten, könnten Sie ja eine Gewichtstabelle anlegen, wo Sie sich jeden Tag wiegen. Dann hätten Sie halt eine Zeitreihe für Kilogramm, das wären dann Zeitreihendaten. Was wir hier haben in unserem Datensatz sind Querschnittsdaten und die erlauben es uns, so ein Streudiagramm zu machen, wo wir eine Variable gegen die andere plotten. Bei Zeitreihendaten geht das auch, aber da ist es üblicher, dass man die gegen die Zeit plottet. Das kennen Sie aus den Nachrichten, Zeitreihendaten. Welche Entwicklungen des DAX hatten, letztens war ja mal im Keller, da sind wir gerade in dem Zeitpunkt, wo also der Verlauf des DAX gegen die Zeit geplottet wird. Das wären Zeitreihendaten, hier haben wir Querschnittsdaten, da kann ich so etwas nicht machen. Ich kann nicht meine Beobachtungen nehmen und sie nach der Zeit ordnen, weil es eben keinen Zeitpunkt gibt, der als Ordnungskriterium heranzuziehen wäre. Also hier gibt es die Möglichkeit, sie gegeneinander zu plotten. Und dann kann man gucken, besteht da visuell ein Zusammenhang, ist dieser Zusammenhang linear, nicht linear. Und man kann auch versuchen, diesen Zusammenhang zu messen mit einem Korrelationsmaß. Und der misst eben, ob da ein monotoner Zusammenhang besteht, sodass hohe Werte der einen Variable mit hohen Werten der anderen oder im Fall negativer Korrelation mit niedrigen Werten der anderen Variable auftreten. So ein Scatterplot haben wir hier für Körpergewicht und Körpergröße. Sie haben hier auf der X-Achse unten die Körperhöhe, auf der Y-Achse das Körpergewicht. Diese Darstellung mit diesen Achsen habe ich so gewählt, weil wir nachher das versuchen wollen, das Körpergewicht mithilfe der Körperhöhe zu erklären. Und es ist üblich, dass man die zu erklärende Variable auf die Y-Achse, also auf die horizontale Achse, packt und die erklärende Variable auf die horizontale Achse, was auch immer die Welt hat. Ne?
gibt es auch so schöne Fachbegriffe dafür, aber damit komme ich immer durcheinander, weil ich mir meine eigenen Eselsbrücken nicht machen kann. Das ist auch die Art, aber das wird Axel dann erklären. Also in diesem Streuungsdiagramm werden zwei Variablen gegeneinander geplottet auf diese horizontale Achse, um die Werte der Variablen, die die andere erklären soll. Das ist bei uns die Körperhöhe. Auf die vertikale Achse kommt die Variable, die zu erklären ist. Das ist das Körpergewicht. Andersrum macht es wenig Sinn. Also das Körpergewicht wird kaum ihre Körperhöhe erklären, weil die ja relativ exogen vorbestimmt ist durch ihre Genetik. Andersherum, die Körperhöhe hat sicher schon einen Einfluss auf ihr Körpergewicht. So, die Daten sind dort abgetragen und wir sehen auf den ersten Blick. Würden Sie jetzt sagen, da ist ein Zusammenhang zwischen den Daten? Ja oder nein? Okay, Sie schütteln einen den Kopf, ich kann das schon so sehen. Wäre dieser Zusammenhang eher linear oder eher nicht linear? Ja? Ich würde schon sagen, weil es ja schon, wenn man so eine Gerade durchliegt, dann ist es ja linear nicht. Genau, Problem. Also man könnte hier einen linearen Zusammenhang vermuten und genau das wollen wir heute auch tun. Dann haben wir hier Körpergewicht und Alter, da sieht das Bild nun ganz anders aus. Kann das Alter das Körpergewicht gut erklären? Nun visuell gesehen, sieht man hier, ja? Der streut komplett, genau. Also da sehen wir auf den ersten Blick keine Gerade oder wenn wir eine Gerade hier durch die Punktwolke legen wollten, dann wüssten wir nicht genau, welche Steigung die haben sollte. Was man sieht, ist, dass hier in diesem kleinen Bereich zwischen 10 und 20, dass da sogar so eine vertikale Gerade möglich wäre. Das heißt, betrachtet man diese kleine Spanne, dann scheint das Alter überhaupt gar keinen Einfluss zu haben. Da ist für gegebene wegen des Alters sind da alle möglichen Werte vertreten. So, wenn man die Stärke dieses Zusammenhangs messen möchte, dann rechnet man die Korrelation. Und der erste Schritt wäre eigentlich, ich mache es mal andersrum, die Kovarianz, zeige ich Ihnen erstmal. Die Kovarianz gibt an, wie ist die Richtung des Zusammenhangs. Wir sehen ja schon hier im Scatterplot kann man schon sehen, dass tendenziell höhere Werte der Körpergröße zusammengehen mit höheren Gewichten. Also das würde eine positive Korrelation bedeuten. Wenn man jetzt die Korrelation genau bestimmen möchte, dann ist das so, dass man die Formel in Schritt 2 nimmt. Diese Formel versucht mal zu erklären. Hier sah man die Punktwolke nachempfunden. Und wir würden jetzt in Schritt 2 die Abstände der Beobachtung mit xi, also jedes xi ist ein Wert, der für Person i erhoben wird. Also wir haben x, das ist die Körperhöhe, y, das ist das Körpergewicht. Und jede dieser Punkte stellt also ein Ergebnis dar, was sie erhoben haben. Also zum Beispiel hier habe ich einen Punkt für eine Person, das ist also ein Punkt, zu dem gehört ein xi, und hier entsprechend ein Y. Also das wäre zum Beispiel Person
I und dann hätte ich noch eine andere Person hier, hier und hier, überall sind diese Personen. Und damit ich das ganz allgemein in eine Formel pressen kann, ohne die alle aufzuzählen, wird es halt so abgekürzt, dass ich diesen Laufindex I habe, der steht halt für eine bestimmte Person. Und ich sage, insgesamt habe ich N solche Personen. N ist dann die Anzahl der Personen in der Stichprobe. Wir haben 280. Das heißt, mein I läuft von 1 bis 280. Und dieses große Zeichen da, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, das ist ein Summenzeichen. Also statt jetzt immer einzeln zu sagen, Abstand von Person 1 zum Mittelwert, von Person 2 zum Mittelwert, das alles aufzuaddieren, ist das hier eine sehr kompakte Form der Schreibweise. Die Mathematiker lieben und die Statistiker und Informatiker haben sich auch daran gewöhnt. Und sie ist eben sehr effizient, aber für Studenten nicht unbedingt bedienungsfreundlich. Also am Anfang hat man eben ein paar Leseschwierigkeiten, wenn man sich dann nachher eingelesen hat. Das kommt so nach dem ersten Semester, dann können Sie solche Formeln schneller erkennen. Also in diesem Fall bedeutet jetzt diese Formel, nehme den Abstand von Beobachtung xi zum Mittelwert, das heißt, irgendwo gibt es hier einen Mittelwert x quer, der war bei Körperhöhe. Moment, wo habe ich es stehen? Die mittlere Körperhöhe ist 174,3. Und die mittlere, das mittlere Gewicht ist 69. Das heißt, ich nehme von jedem dieser Punkte die Abstände zu diesem Mittelwert. Das ist am einfachsten darstellbar, wenn ich das mal einzeichne, wo die Mittelwerte liegen. Auf dieser Höhe liegt der Mittelwert 69 des Körpergewichts und auf dieser Stelle liegt halt der Mittelwert der Körperhöhe. Das heißt, wenn ich einen Wert xi habe, der größer ist als x², dann muss er in diesem Feld liegen. Wenn ich einen xi habe, das kleiner ist als x², dann liegt es hier. Also Personen, die größer sind als 1,74,3, die Beobachtungen liegen hier. Und Personen, die kleiner sind, die liegen hier. Da die Datenpunkte hier schon ein bisschen untergehen, male ich sie hier nochmal ein bisschen rein, damit das Bild auch schöner wird. Für y gilt es natürlich genauso. Hier ist der Mittelwert und alle Werte, die da drüber liegen, sind also größer als y quer. Das heißt, diese Beobachtung hat ein Wert yi, der größer ist als y quer. Eine Person mit einer Körperhöhe, die größer ist, mit einem Körpergewicht, das schwerer ist als 69. Und hier gilt es dann genauso. Und entsprechend ist hier das Körpergewicht kleiner als der Mittelwert, sodass die Differenz negativ ist. So, das heißt also, befinden sich viele Daten in diesem Feld, dann haben wir für diese beiden Terme jeweils ein positives Vorzeichen. Genauso sieht es, und befinden sich viele Daten in diesem Feld, dann haben wir für beide Terme ein negatives Vorzeichen. Und in diesen Feldern unterscheiden sich die Vorzeichen. Jetzt gucken wir uns mal die Formel an. Da geht das Produkt dieser Terme ein. Also positives Vorzeichen mal positives Vorzeichen ergibt ja wieder ein positives Vorzeichen. Das heißt, hier wäre das Produkt dieser beiden Terme positiv. Und hier, da minus mal minus plus ergibt, wäre es auch positiv. Das heißt, sowohl in diesem Feld wie in diesem Feld würden wir ein Produkt haben, das eine positive Zahl generiert. In diesem Feld und in diesem Feld haben wir unterschiedliche Vorzeichen. Wenn wir die multiplizieren, ergibt sich also eine negative Zahl.
Das heißt, die Kovarianz summiert diese ganzen Werte auf. Wir haben also 280 Produkte, die werden aufsummiert. Und dann gibt sie eine Tendenz wieder. Also das wird dann auch vermittelt, indem ich da durch die Beobachtung teile. Und dann gibt es eine Tendenz. Überwiegen die positiven Zahlen oder überwiegen in der Summe die negativen Zahlen? Das heißt, wenn die positiven Zahlen überwiegen, dann sieht es so aus, dass wir mehr Daten in diesen beiden Feldern haben und man sieht, es ist ein aufstrebender Zusammenhang. Das heißt, positive Kovarianz bedeutet höhere Werte der Körperhöhe, gehen Hand in Hand mit höheren Werten an Körpergewicht. Positive Korrelation. Bewegen sich beide in die gleiche Richtung. Überwiegen die negativen Werte, liegen mehr Daten hier, das heißt, die Tendenz geht dahin, dass höhere Werte zusammengehen mit niedrigen Werten des Körpergewichts. Also hier eine negative Korrelation. Das heißt, dieses Vorzeichen, ob man positive oder negative Korrelation hat, das wird durch die Kovarianz vorgegeben. Die gibt die Richtung an. Aber die gibt nicht die Stärke an, denn jetzt haben wir das gleiche Problem, das wir schon bei der Standardabweichung haben. Dieses Ding hat eine Dimension. Und das heißt, so genommen kann man damit nichts anfangen. Man muss es auf irgendwas beziehen. Man muss es normieren. Und man normiert es, indem man es auf die Streuung der Daten bezieht. Hatte ich ja schon vorher gesagt, hier wird durch die Varianz bzw. dann durch die Standardabweichung gemessen. Das heißt, wir müssen diese Korrelation berechnen, indem wir die Kovarianz, das ist der Zähler SXY, teilen durch die Standardabweichung der einzelnen Variablen, also durch SX, Standardabweichung von X, mal SY, Standardabweichung von Y. Also, dass diese Standardabweichung auftaucht im Nenner, das hat nur den Grund, dass man versucht, die Kovarianz zu normieren, dass man die in Einheiten von Standardabweichungen misst. Und dadurch kommen wir zu einem Maßstab, und zwar liegt dann die Korrelation zwischen minus 1 und plus 1. Kann also minimal minus 1 sein, das heißt perfekte lineare Korrelation. Bei minus 1 hätten wir hier eine Gerade, auf der alle Beobachtungen liegen. Und bei plus 1 hätten wir eben eine Gerade mit positiver Steigung, auf der alle Beobachtungen liegen. Also eine perfekte lineare Abhängigkeit hätten wir so eine Gerade und alle Beobachtungen, die wir im Streudiagramm eintragen, würden hier auf dieser Geraden liegen. Offensichtlich ist das bei uns nicht der Fall, denn wenn wir uns das Streudiagramm nochmal angucken, liegen die ja nicht auf einer Geraden. Also wir haben keine perfekte. Nur wie hoch ist denn dann die Korrelation? Das kann man einfach mit Gretel ausrechnen. Die gibt dann gleich so eine ganze Tabelle. Und da sehen wir, wenn man jetzt in die zweite Spalte geht und dann in die erste Zeile 0,77 ist die Korrelation zwischen Kilogramm und Zentimeter, also zwischen Gewicht und Körperhöhe. Und 0,77 ist schon ein relativ hohes Maß. Das heißt, das ist eine positive Korrelation, eine relativ hohe Korrelation. Man kann es nicht, also der Korrelationskoeffizient ist ein ordinales Maß. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass 0,77, genau, Moment, jetzt muss ich nochmal rechnen,
49, also 0,49 irgendwas größer ist als die Korrelation zwischen Alter und Kilogramm, 0,28. Ich kann nur sagen, dass sie größer ist. Ich kann nicht den Abstand bestimmen, um wie viel sie größer ist. Aber es gibt einen Test, der ist da oben auch angegeben und der sagt, das ist schon eine Korrelation, also die ernst zu nehmen ist, wenn sie größer ist als 0,1173. Das ist hier der kritische Wert, der da oben angegeben ist. Also 0,77 ist schon hier eine relativ starke positive Korrelation und das haben wir ja auch in der Grafik gesehen. Dagegen 0,28, der Wert ist im Vergleich wesentlich niedriger und die Korrelation konnten wir in der Grafik auch nicht erkennen. So, was machen wir jetzt mit dieser Information? Was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir versuchen, so eine Gerade an die Daten anzupassen. Also ich möchte an meine Beobachtungen jetzt eine lineare Funktion anpassen und diese lineare Funktion, die gebe ich vor, die Daten sollen so aufnehmen. Und ich weiß ja schon vorher, dass aber meine Beobachtungen gar nicht auf dieser Geraden liegen, sondern ich habe hier, zeige das jetzt mal nur sporadisch an, Beobachtungen, die sich im Raum verteilen, die also gar nicht alle auf der Geraden liegen. Trotzdem möchte ich sehen, ob meine Daten mit so einer Funktion kompatibel sind. Also ob die so eine lineare Funktion unterstützen. So, da jetzt so eine Gerade beschrieben wird durch einen Achsenabschnitt, die wäre ja hier irgendwo, die nenne ich Wetter 0 Dach, das Dach erkläre ich später mal. Und durch die Steigung nenne ich Wetter 1 Dach. Das heißt, diese Gerade setzt sich zusammen aus dem Achsenabschnitt plus, hier habe ich meine x-Variable, plus die Steigung mal den x-Wert. Das heißt, für jedes x, was ich hier haben könnte, zum Beispiel hier habe ich ein x, ich nenne das mal x1, gibt mir jetzt diese Formel einen Wert auf der Gerade, nämlich Beta 0 da plus x1 mal Beta 1 da und dann komme ich hier oben, habe ich einen Punkt auf der Gerade. Dieser Punkt weicht natürlich von der tatsächlichen Beobachtung ab, mal die mal genau darüber. Diese tatsächliche Beobachtung, die ich gemacht habe für eine Person mit dieser Körperhöhe, ist dieser Punkt. Das heißt, entsprechende Körperhöhe y1, das 1 steht für Person 1, liegt hier oben. Die Gerade gibt mir also einen Wert, der gar nicht der Beobachtung entspricht. Diesen Wert muss ich also auch anders bezeichnen, um den Unterschied klar zu machen. Den bezeichne ich mit y1 da. Das ist sozusagen meine Prognose für Person 1. Das heißt, die Gerade soll es mir jetzt ermöglichen, wenn ich die Körperhöhe kenne, dass ich das Körpergewicht erklären kann. Ich weiß aber, dass mir das nicht 1:1 gelingt, weil ja nicht alle Daten auf einer Geraden liegen. Das heißt, ich kann das Körpergewicht nur ein bisschen erklären, nämlich nur mit y1 da. Dann habe ich hier noch so einen Fehler, das ist dann die Abweichung dazwischen. Und dieser Fehler, den nenne ich u1 da. Das heißt, die Idee ist also, dass ich die Beobachtung, die ich habe, das I steht für meine Beobachtung, also Person I. Für jede Person I habe ich ja so ein Körpergewicht. Das kann ich beschreiben durch einen Punkt auf der Geraden plus den Fehler.
Also, die tatsächliche Beobachtung, meinetwegen nehmen wir 1,70 Körper, Quatsch, Gewicht haben wir hier, nehmen wir mal 70 Kilogramm, lässt sich beschreiben durch so eine Funktion, die abhängt von der Körperhöhe. Meinetwegen hat die Person eine Körpergröße von 1,70. Dann habe ich also hier Parameter festgewählt, die ich aber gar nicht kenne. Deswegen habe ich hier das Dach, die muss ich hier erst ermitteln, die muss ich erst schätzen aus meinen Daten. Das heißt, meine 70 Kilogramm setzen sich zusammen aus so einer Funktion, die abhängt von der Körperhöhe. Die gibt mir dann eine Prognose und den Fehler, den ich bei der Prognose mache. Das hört sich dann sehr kompliziert an, was ich hier aufgeschrieben habe. Im Grunde ist es echt super einfach, dass ich hier nur stehen habe, dass ich mein beobachteter Wert aus einem Prognosewert zusammensetzt und einem Fehler. Ich könnte zum Beispiel sagen, das Körpergewicht, das ich prognostiziere, ist immer 60 Kilogramm. Das heißt, da hätte ich einfach gesagt, wenn jemand 70 Kilogramm wiegt, setze ich 70 Kilogramm zusammen aus 60 plus Restgröße und Restgröße ist dann 10. Und wenn jemand 80 Kilogramm wiegt, dann setzt es sich halt zusammen aus 60 plus Fehler ist 20. Also das ist alles, was hier steht. Das ist nur ein Modell, was mir sagt, okay, ich beschreibe die Beobachtung durch irgendetwas, was ich hier schätze und den Fehler, den ich bei der Schätzung mache. Der steht hier erstmal nicht. Aber natürlich wollen wir mehr. Wir wollen ja nicht nur irgendwas hier prognostizieren, sondern diese Prognose soll ja ganz gut sein. Das heißt, das will man mit so einer Prognose. Die soll doch möglichst so sein, dass die Fehler, die ich dabei mache, dass die minimal sind. Und wenn ich hier einfach so einen Wert vorgebe für eine Prognose, 60 Kilogramm für jeden, 60 Kilogramm, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ich dabei bis ein oder andere Mal, bei dem einen oder anderen Mal, einen ziemlich großen Fehler mache. Das heißt, es scheint nicht die optimale Prognose zu sein. Und wir möchten jetzt also eine Methode finden, die es uns ermöglicht, durch die Beobachtungen, gehen wir zurück zum Scatterplot. Durch diese Beobachtung, die wir da haben, eine Gerade zu legen, das nennt man eine Regressionsgerade. Und zwar möchte ich die so dadurch legen, dass die Fehler, die ich mir dabei mache, dass diese Abweichung zwischen Beobachtung und Punkt auf der Gerade, dass die minimiert werden. Also für jegliche Beobachtung sollen die minimal ausfallen. Und das wird natürlich nicht möglich sein. Ich habe natürlich manchmal Abweichungen, die vielleicht größer ausfallen und manche, die kleiner ausfallen. Das heißt, ich kann es nicht schaffen, dass für jegliche Beobachtung die Abweichung minimal ist, aber sie könnte ja in der Summe minimal sein. Ich könnte ja versuchen, die Summe der Abweichung zu minimieren. Das ist die Summe der Fehler, die minimal ist. Das ist aber auch kein so gutes Kriterium, weil man kann ja einmal positive Fehler haben, wie hier. Hier habe ich ja Beobachtung minus Prognose ist ein positiver Fehler. Oder hier unten, diese Beobachtung, der Abstand hier ist, wenn ich den Abstand nehme zwischen y und dem y-Dach, dann habe ich hier einen negativen Fehler. Wenn ich also die Summe meiner Fehler minimiere, dann wäre es möglich, dass ich große positive und große negative Fehler habe, die sich in der Summe aufheben. Das wäre auch nicht günstig. Also das Beste wäre, ich würde diese Abstände quadrieren. Dann heben sie sich nicht gegenseitig auf. Und das ist genau das, was die Kleinstquadratenschätzung macht. Die hat also als Ziel, finde eine Regressionsgerade, sodass die Summe dieser quadrierten Abstände, der quadrierten Fehler, minimal ist. Das sagt eigentlich schon alles, ja? Ja, und verliert man es. Also wenn man es verliert, dann fallen auch die weiteren Quantitativen, fallen auch nicht so stark ins Gewicht. Genau, und ich will, das ist genau das Richtige, die fallen nicht stärker ins Gewicht, aber ich will die Regressionsgrade so durchlegen, dass die Summe dieser Quadrate
minimiert ist. Das heißt, das ist jetzt eine gedachte Linie. Ich will ja erst noch Beta 0 und Beta 1 finden. Das ist jetzt erstmal, wie ich mir vorgestellt habe, dass ich sie da durchlege. Und ich will jetzt diese Neigung, die seit gerade so hinkriegen, dass die Abstände, die verlierten Abstände minimal sind. Aber wenn ich dann zwei habe auf der einen Seite, die weiter von entfernt liegen, dann verschieben die gerade noch ins Extrem. Und das sind zufällig zwei der Linien. Also es sind ja jetzt hier, diese Gerade, wie gesagt, ist nur gedacht. Es wäre jetzt genauso möglich, dass ich diese Gerade wähle, diese Gerade wähle. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Wir suchen mir jetzt diese, die das Quadrat dieser Abstände, die Summe der verlierten Abstände minimiert. Und die Daten sind ja so gegeben, daran kann ich ja jetzt nichts ändern. Es kann natürlich sein, dass ich da einen großen verlierten Abstand drin habe, aber daran kann ich nichts ändern. Unter all den Möglichkeiten, die ich auswählen kann, suche ich diejenige bei gegebenen Daten, die das minimiert. Das ist ein ganz guter Punkt. Ja, natürlich gehen wir gerade immer durch die Punkte, weil wir auf jeden Fall ja alle Punkte berücksichtigen. Also es kann ja nicht rauskommen, wenn wir die Summe der verlierten Abstände minimieren, dass die gerade irgendwie so neben den Punkten liegt. Die muss immer durch. Aber klar, bei Quartieren werden halt bestimmte Punkte ganz schön stark gerichtet. Und es kann natürlich sein, wenn man wenig Beobachtung hat, dann legt man eine irgendwo ganz oben, die kann die Daten, die steigen die ganz schön ein. Und das wird diese Methode manchmal so kritisiert. Es gibt auch Alternativen, die das versuchen zu ändern. Aber das ist jetzt erstmal das Standard. Aber immer gut, die Daten auch anzuschauen. Das kann man da wieder sehen. Manchmal so ein, der liegt weit draußen, der hat so eine riesen Hebelwirkung, der kann das auch hochdrücken. In dem Fall, genau, wie er gesagt, in dem Fall wäre das eben auch gut, die Daten anzuschauen und unter Umständen die ganze Schätzung zu wiederholen, mit einem, also ohne den Datenpunkt, der da weit draußen liegt, um zu sehen, wie stark ist sein Gewicht, wie ändern sich dann meine Parameter hier, Wetter 0 und Wetter 1. Ich habe es ein bisschen anders. Ich möchte die Summe dieser verdrehten Abstände, die ich hier eingezeichnet hatte, diese Abstände zwischen Beobachtung und einem Punkt auf der Regressionsgrade, die möchte ich verdrehen, aufsummieren und dann sollen die minimal sein. Das heißt, ich suche die mögliche Neigung der Regressionsgrade, bei der das der Fall ist. Die Regressionsgrade wird durch diese Parameter Beta 0, die man eben auch Koeffizienten hier nennt, Beta 0 da und Beta 1 da, bestimmt. Das heißt, ich finde Beta 0 DAF und Beta 1 DAF auf diese Art und Weise. Mathematisch sieht es so aus, dass ich hier dieses Summenzeichen habe, dass ich also die Abstände, die ich ja Uni DAF genannt habe, also das sind gerade die Abstand zwischen Beobachtung und dem Punkt auf der Regressionsgrade, dass ich die verwehre und aufsummiere und dann diese Größe versuche zu minimieren. Das ist also ein mathematischer Ansatz. Minimieren einer Funktion haben Sie vielleicht schon in der Schule gehabt. Analysis, da benutzt man also partielle Ableitungen und setzt die Null und bestimmt so ein Minimum. Das werden wir hier aber nicht machen. Das brauchen Sie auch nicht zu tun, weil das nämlich das Programm für Sie macht. Und wie das dann aussieht, zeige ich Ihnen hier. Das ist also jetzt
das Ergebnis, was Gretel gefunden hat, das hat jetzt diese Regressionsgrade geschätzt. Die Werte sind da oben ganz klein angegeben, also für Wetter 0 da hat Gretel minus 97,6 geschätzt, also einen negativen Wert, und für Wetter 1 nach 0,956. Und jetzt kommt das Argument von Ihnen, das wird hier deutlich. Wir haben hier Werte, wo der Abstand sehr groß ist. Wir haben zum Beispiel, Sie sehen ja da oben, ich kann jetzt nicht genau die Werte jetzt sehen, aber so ungefähr zwischen 110 und 120, da haben wir also drei Beobachtungen, wo Leute relativ schwer sind in der Stichprobe, wenn man das jetzt mal mit der Rundleute vergleicht. Oder hier unten am Rand jemand, der sehr leicht ist, nämlich das Kind mit 104 cm Körperhöhe, das fällt natürlich raus. Das heißt, das sind Daten, die auf die Lage dieser Graden jetzt einwirken. Und wenn wir die rausnehmen würden aus unserer Analyse, dann würde sich diese Lage auch ändern, weil wir ja diese Abstände dann nicht mehr in unserem Minimierungsprogramm hier, in unserem Minimierungsproblem berücksichtigen müssen. Entsprechend ändern sich die Parameter. Das wäre also eine Aufgabe, die Sie am Nachmittag machen könnten, dass Sie mal versuchen, diese Datenpunkte zu entfernen, neuen Datensatz abzuspeichern und zu gucken, wie ändern sich dann die Parameter. So, diese ULS oder KQ-Schätzung, die hat nicht nur die Eigenschaft, dass sie die Summe der quadrierten Abstände minimiert, sondern es ergeben sich daraus noch weitere Eigenschaften, die sehr schön sind. Und diese Eigenschaften ist, dass die Regressionsgrade immer durch den Mittelpunkt der Daten läuft. Das heißt, wenn auch nicht die einzelnen Beobachtungen auf der Gerade liegen, so liegen doch die Mittelwerte auf der Gerade. Insofern können wir sagen, dass die Regressionsgrade im Mittel unsere Daten beschreibt, weil der Mittelwert der Daten beschrieben wird. Nicht der einzelne Wert, aber eben der Mittelwert. Das macht jetzt auch schon klar, was so eine Regression kann. Ich kann Ihnen also keine Auskunft über Einzelpersonen geben, sondern die beschreibt hier eine mittlere Tendenz in den Daten. Da der Mittelwert auf der Regressionsgrade liegt, folgt daraus auch, dass der Mittelwert der prognostizierten Werte mit dem Mittelwert der beobachteten Werte übereinstimmt. Und daraus ergibt sich die Eigenschaft für die Fehler. Diese Abweichungen, die Fehler, die geschätzten Fehler, sind im Mittel 0. Das heißt, wir prognostizieren für die einzelnen Beobachtungen zwar so, dass wir dort einen Fehler haben, aber wenn wir das Ganze angucken für alle Beobachtungen, dann sind die Summe dieser Prognosefehler halt 0. So, geschätzt wurde minus 97,6 plus 0,956 xi, das ist der Regressionsgrade, und dieser Achsenabschnitt, der ist nicht sinnvoll interpretierbar, den nimmt man aber auf, weil, also der Achsenabschnitt, damit meine ich das Wetter 0 da, dass wir das mitberechnen. Das ist wichtig, weil dieses Wetter 0 da uns garantiert, dass diese schöne Eigenschaft, die ich vorher genannt habe, dass die Regressionsgrade durch die Mittelwerte läuft, das gilt nur, wenn Sie auch so einen Achsenabschnitt mitschätzen. Das heißt, auch wenn wir die nachher nicht sinnvoll interpretieren können, würden wir ihn immer mitschätzen.
Warum können wir den eigentlich nicht sinnvoll adaptieren? Das liegt daran, dass wir hier, wenn wir hier uns an diesem Punkt befinden, haben wir eine Körpergröße von 0 cm und dazu ist es halt nicht sinnvoll, ein Körpergewicht auszurechnen, weil bei 0 cm sind sie einfach noch nicht existent. Das heißt, es gibt hier von der Theorie her keine plausible Erklärung für diesen Achsenabschnitt. Wenn wir das empirisch angucken, dann ist es auch nicht möglich, den so gut zu schätzen, weil an diesem Rand gar keine Daten sind. Wir sehen ja hier die Daten, die hören auf bei 104 cm, das heißt in dem Bereich 0 haben wir überhaupt keine Erfahrung sozusagen in den Daten vorliegen. Und deswegen ist es klar, dass da auch keine gute Anpassung stattfindet. Ja? Sie haben das jetzt ohne den Bildschirmabschnitt. Doch mit. Also das minus 97,6, das ist mein Wetter 0. In der Grafik ist es, der fängt ja bei 0 an. Also 0. Nein. In der Grafik fange ich bei 0 an. Auf. Das ist die X-Achse fängt aber nicht bei 0 an. Die X-Achse fängt hier, ich nehme mal an, bei 100 an. Und deswegen müsste man das Ganze noch weiter verschieben und käme dann bei Y in den negativen Bereich. Genau, das ist bei X gleich 0, das ist nicht auf dem Bild, das hat sich nicht. So, also was wir hier sinnvoll interpretieren können, ist dann nur die Steigung der Regressionsgrade. Und die sagt uns, wenn wir hier einen Schritt weiter gehen, dann ändert sich, wenn ich X einen Schritt weiter gehe, ändert sich Y um, wenn da 1 darf, mal diesen Schritt. Das heißt, wenn ich das als Veränderung hinschreibe. Dieses Delta-Zeichen, dieses Dreieck heißt Veränderung. Also wie verändert sich mein Y DAF, mein Wert, den ich für Y prognostiziere. Wenn ich X verändere, hier verändert sich nichts, deswegen fällt es weg. Und X verändert nicht. Also wenn ich x und Delta verändere, das heißt also zum Beispiel statt 120 cm, 121 cm betrachte, dann habe ich die Veränderung 1 cm. Das wird mit Wetter 1 Dach gewichtet und ergibt mir die Veränderung im Gewicht. Also grafisch gehe ich hier einen kleinen Schritt weiter und bekomme hier einen neuen y-Wert und der ist genau Wetter 1 Dach mal den Schritt, den ich hier gemacht habe. Das ist also meine Prognose und das kann ich jetzt hier so interpretieren für jeden Zentimeter mehr an Körperhöhe. Das ist mein Delta X1, 1 cm, wird eine Gewichtszunahme um 0,956 mal diesen 1, also um 0,956 Kilogramm prognostiziert. Das sagt mir jetzt meine Regressionsgrade und ich kann auch für eine bestimmte Person, wenn ich die Daten habe, Prognosewerte ausrechnen. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass die Person 170 cm groß ist, kann ich das einsetzen und bekomme dann den prognostizierten Wert 64,92. Und wenn ich jetzt das tatsächliche Gewicht dieser Person kenne, dann könnte ich auch die Abweichung berechnen. Wenn diese Person zum Beispiel 70 wiegt, dann sage ich, okay, also man hätte ein geringeres Gewicht erwartet nach dieser Regression. Und wenn sie weniger wiegt, hätte man eben ein höheres Gewicht erwartet. Man kann also auch sagen, sie ist dann überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich schwer gemessen zu dem, was wir hier im Datensatz gefunden haben. Also nicht gemessen zu einem Mittelwert, der so allgemein von der Gesundheitsbehörde für Gewichte rausgegeben wird. Man muss klar sagen, dass was wir hier jetzt gemacht haben, ist eine Beschreibung des Datensatzes. Also alle Ergebnisse, die wir hier gefunden haben, haben wir auf Grundlage unserer Daten gefunden. Und insofern ist es nur eine Beschreibung des Datensatzes und erlaubt keine Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit. Das war genau mein Thema, was ich am Anfang hatte, beschreibende Statistik. Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit, also schließende Statistik. Also wollten wir das jetzt verallgemeinern und sagen, von was wir hier gefunden haben, das gilt grundsätzlich für Leute aus Nordrhein-Westfalen, weil davon haben wir so viele in der Stichprobe, die ich gehört habe, dann ist das ohne weitere Annahmen nicht möglich. Und diese Annahmen sind nicht ohne. Und
darf man auch nicht verstehen als, boah, ich nehme das mal an. Nee, das ist nicht. Annahme heißt in der Mathematik Voraussetzung. Das sind Bedingungen. Also man sagt so leicht in Annahme, aber das ist eine Bedingung. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, dann gilt eben auch der Rückschluss nicht. Ich nenne Ihnen mal jetzt noch auf die Schnelle drei Bedingungen, unter denen Sie solche Rückschlüsse machen dürfen. Wenn ich also verallgemeinern möchte und sagen möchte, mein Ergebnis soll für Personen in Nordrhein-Westfalen halten, dann muss ich annehmen, dass diese Beziehung, diese lineare Beziehung, die ich mit meiner Regressionsgrade hier reingesteckt habe, dass die eben nicht nur für diesen Datensatz gilt, sondern ganz grundsätzlich für Personen in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, es gibt irgendwo so eine wahre Beziehung und meine Schätzung soll diese wahre Beziehung finden. Ich habe jetzt hier keine Dächer drüber gemacht, weil ich hier jetzt von Beziehungen spreche, die ich nicht schätzen kann, denn ich habe ja nicht alle Personen in Nordrhein-Westfalen. Ich habe ja nur meinen Datensatz. Das heißt, hier mache ich jetzt eine Annahme. Ich rede über ein Modell, über eine Theorie, die ich nicht mit meinen Daten zunächst verifizieren kann. Deswegen habe ich jetzt hier Beta 0 und Beta 1 ohne Dächer. Das sind also irgendwelche feste Parameter und die kennen wir nicht. Wir wissen nicht genau, wie die aussehen. Y und X sind jetzt Zufallsvariablen. Das heißt, wenn ich in die schließende Statistik reingehe, dann habe ich Zufallsvariablen. Und das macht es relativ kompliziert. Und die Zeit läuft ja auch schon weg, deswegen werde ich das nur mal skizzieren. Darf ich das noch? Vielleicht in der Familie. Achso, die Kinder sind aber okay. Vereinigt. Ich skizziere das mal. Die Idee ist also die folgende. Wenn ich in Nordrhein-Westfalen hingehe und mir jemanden suche mit 1,20 Körperhöhe, dann gibt es dort ganz, ganz viele mögliche Ausprägungen von Gewichten. Das heißt, die Leute dort haben ja ganz unterschiedliche Gewichte. Also alles mögliche Gewichte von Leuten mit 120 cm Körperhöhe. Und genauso sieht das bei den anderen X aus. Nehmen wir zum Beispiel 180 cm Körperhöhe, dann werden die Gewichte tendenziell höher ausfallen. Aber auch da gibt es ganz viele mögliche Ausprägungen. Und ebenso an meinen anderen möglichen Körperhöhen. Das heißt, zu jeder Körperhöhe gibt es ganz viele mögliche Gewichte. Das ist klar, meine Leute kommen mit verschiedenen Gewichten für gegebene Größe. Wenn ich jetzt jemanden befrage, dann ist es so, als ob ich hier jemanden rausziehe. Einen Wert aus diesen vielen Werten. Und insofern ist es eine Zufallsvariable. Denn ich weiß ja nicht, welches Gewicht ich bekomme. Was ich da erhalte als Antwort, ist zufällig für mich. Das ist eine Zufallsvariable. Ah ja, Moment. Die festen, aber unbekannten Werte. Ich nehme an, dass zwischen Kilogramm und meiner Körperhöhe ein linearer Zusammenhang besteht. Das heißt, ich nehme jetzt an, es existiert diese Gerade. Irgendwo besteht hier eine solche Gerade. Zweite Annahme, das ist eine sehr wichtige Annahme. Die Stichprobe, auf der ich jetzt versuche, diese unbekannten Parameter Beta 0 und Beta 1 zu schätzen, also das, was wir vorher gemacht haben, diese Stichprobe ist eine Zufallsstichprobe. Das ist etwas, was Sie mir nicht geliefert haben. Das ist aber etwas, was wir bräuchten. Eine Zufallsstichprobe, das heißt, dass all diese befragten Personen unabhängig voneinander sind. Ich kann also nicht
aus der Information, die ich für Person 1 erhoben habe, schließen auf die Information von Person 2. Also wenn Sie im Familienkreis Ihre Befragung durchführen, dann ist es natürlich so, dass da allein durch die Genetik ich aus der Körperhöhe der einen Person, Eltern, schon gewisse Rückschlüsse auf die Körpergröße der Kinder ziehen kann. Vielleicht auch über Ernährungsgewohnheiten, auch Gewichte. Also da ist diese Unabhängigkeit nicht gegeben. Das ist aber eine wichtige Annahme. Nur wenn wir diese Zufallsstichprobe haben und all meine Beobachtungen unabhängig voneinander sind, kann ich diese Rückschlüsse ziehen. Die dritte Annahme, da nehme ich an, dass diese Gerade Mittelwerte beschreibt. Das ist jetzt technisch, gucken Sie nicht so sehr da drauf, sehr technisch, ich beschreibe mit dieser Gerade einen Mittelwert, und zwar zu 120 cm Körperhöhe gibt es ja all diese Ausprägungen, aber irgendwo gibt es hier über all diese Ausprägungen einen Mittelwert. Ich sage mal, der liegt hier. Genauso ist es bei den anderen. Von 180 habe ich verschiedenste Ausprägungen an Gewichten. Auch da wird es einen mittleren Wert geben, um den diese Gewichte schwanken. Und ich nehme an, dass diese Mittelwerte alle auf dieser Geraden liegen. Das heißt, diese Gerade, die ich nicht kenne, beschreibt wirklich den mittleren Zusammenhang. Diesen mittleren Zusammenhang möchte ich schätzen. Das ist also die Schätzung, schätzt diese unbekannte Gerade. Das habe ich hier noch einmal aufgeschrieben. Und das Allerwichtigste ist dort fett gedruckt, diese Regressionsgrade ist unbekannt. Es ist ein gedankliches Modell. Es gibt so einen linearen Zusammenhang. Das habe ich gesagt. Ich habe gesagt, da ist so ein linearer Zusammenhang. Den kenne ich nicht, deswegen muss ich ihn ja schätzen, weil ich ihn nicht kenne. So, wie schätze ich jetzt diesen Zusammenhang? Ich brauche Daten, um was zu schätzen. Ich brauche eine Methode. Beides haben Sie mir geliefert. Sie haben mir Daten geliefert und Sie haben mir die Methode. Na, die habe ich Ihnen geliefert. Von Ihnen kamen die Daten. Ich zeige mal die Daten an. Daten sind irgendwo hier im Raum von Ihnen geliefert worden. Das könnten zum Beispiel Daten sein. Die Methode, das ist die kleinste Quadratmethode. Und diese Methode gibt uns eine Rechenvorschrift an die Hand, wie wir jetzt diesen Achsenabschnitt hier, dieses Wetter 0, schätzen sollen und wie wir die Steigung schätzen sollen. Das macht das Modell sozusagen im Hintergrund, das brauchen Sie nicht zu wissen, aber das sieht dann so aus, wenn man es formal aufschreibt, das sind also irgendwelche Formeln, die in Gretel installiert sind. Und diese Rechenvorschrift ist selber zufällig, in dem Sinne, dass zwar die Formeln fest sind, aber das Ergebnis sich ändert, wenn ich andere Daten reintue. Wenn ich das jetzt auf einen Datensatz anwende, dann bekomme ich einen Wert raus. Wir haben zum Beispiel diesen Wert vorhin minus 96, irgendwas, minus 97,6 für Wetter 0 DAF rausbekommen und für Wetter 1 DAF 0,956. Das gleiche habe ich letztes Jahr gemacht. Die Klasse hat mir einen anderen Datenwert gegeben, einen anderen Datensatz und entsprechend habe ich auch andere Werte bekommen. Ja. Das heißt, die Werte, die Schätzwerte, die ich bekomme, die fallen für jede Stichprobe anders aus. Und ich weiß natürlich nicht, ob ich nah dran bin oder weit weg von den wahren Werten. Denn um das zu messen, müsste ich ja die wahren Werte kennen. Nur dann kann ich den Abstand berechnen. Ich kenne sie ja nicht. Also weiß ich es nicht. Das heißt, diese Ökonometrie, die beschäftigt sich damit, wenigstens Schätzmethoden zu finden, die gewährleisten, dass ich nicht zu weit weg bin von den wahren Werten. Dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass ich große Ausreißer da drin habe. Das ist also eine Sache, mit der sich die Ökonometrie beschäftigt. So, und damit lasse ich es dann für heute. Hinten habe ich noch eine kleine Anwendung. Die Anwendung ist von Guido Heineck, der hat also mithilfe der Daten des DIW, die haben dort ein sozioökonomisches Panel, das heißt, sie befragen diverse Leute immer wieder und bekommen so eine große Datenbank.
mit der die Wissenschaftler dann arbeiten. Und hat also herausgefunden, dass jeder zusätzliche Zentimeter Körpergröße führt zu 0,6% mehr Bruttolohn am Monatsende. Also, das ist natürlich nicht ganz ernst zu nehmen. Aber das ist das gleiche Prinzip, was in dieser Anwendung steckt, wie das, was wir hier gemacht haben. Statt das Gewicht zu erklären, haben die halt den Verdienst erklärt, also den Bruttolohn am Monatsende. Sie können sich das also genauso vorstellen, wie wir es hier gemacht haben. Die abhängige oder zu erklärende Variable ist der Bruttolohn. Der wurde erhoben durch Befragung und man hat auch die Körpergröße befragt und dann hat man so eine Regression geschätzt. Und es ist klar, was man da rausbekommt, das ist eine Tendenz, das trifft nicht auf den Einzelnen zu. Es gibt zum Beispiel so einen sehr kleinen Basketballspieler, der hat natürlich einen riesen Gehalt. Maradona war ja auch nicht so groß. Also für die Einzelfälle trifft es bestimmt nicht zu, auch nicht für die Extremwerte. Aber hier gibt es eben so eine gewisse Beziehung. Man darf hier auch nicht unbedingt kausal interpretieren, das ist extra noch in dem Text dort erwähnt. Ja, denn sicher finden diese genetischen Zusammenhänge Körpergröße sich nicht unbedingt, steht sich das nicht unbedingt im Verdienst nieder. Man muss also versuchen, wie man das erklären kann. Das können andere Faktoren sein, die sozusagen mit Körpergröße korreliert sind und dadurch einen Einfluss auf den Bruttolohn haben. Solche Faktoren, die korreliert sind mit Körpergröße, werden hier auch genannt. Selbstbewusstsein, Stärke und Durchsetzungsvermögen. Das sind also mögliche Variablen, die man eben nicht messen kann. Wie wollen Sie Selbstbewusstsein messen? Wie wollen Sie Durchsetzungsvermögen messen? Dabei hilft sich dann die Ökonometrie mit Proxy-Variablen, also anderen, die man, wo man davon ausgeht, dass die mit diesen eigentlich zu messenden Variablen, dass die stark korreliert sind. Hier ist es eben die Körpergröße und man möchte dann die verwenden als Proxy-Variablen. So, das war's. Dann entschuldige ich mich von meinem Nachmittag für die lange Zeit.